Also Neurodermitis, Kopfschmerzen habe ich schon erwähnt, die Magenschmerzen hatte ich schon erwähnt, Schulter-Nackensyndrom, weil einfach viele Dinge mir im Schulter-Nackenbereich gehockt haben, rein energetisch, so diese Last, die ich mit mir rumgeschleppt hatte, wo ich Dinge übernommen habe, nachgelegt habe, teilweise ein Leben nachgelebt habe, von meinen Eltern Dinge übernommen habe, unbewusst. Es geschieht alles auf eine unbewusste Weise, dessen sind wir uns nicht bewusst. Wenn wir uns dessen bewusst wären, dann könnten wir ja viel früher auch eben unser Leben in eine andere Richtung gestalten. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Heute Seelenfreude-Challenge. Tag 21 sind wir schon. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich dir mal so ein bisschen näher bringen die Botschaften, die dein Körper dir schickt. Und dein Körper, wenn der dir Botschaften schickt, dann meint er das nicht böse, sondern er will dich da liebevoll darauf aufmerksam machen, dass es da Bereiche in deinem Leben gibt, die nicht so sind, wie du es dir von deiner Seele her wirklich wünschst oder deine Seele es dir wünscht. Es gibt schon ein schönes Sprichwort. Geh du vor, sagte die Seele zum Körper. Und auf mich hört er nicht. Und dann sagt der Körper, okay, ich werde ihm Krankheitssymptome schicken. Dann wird er auf dich hören. Aber wir Menschen, liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen, liebe Evelyn, schönen guten Morgen. Aber wir Menschen, wir haben das nie beigebracht bekommen, so die Botschaften unserer Seele wahrzunehmen, dass sie einfach, wenn wir sie immer missachten, wenn wir die leise Sprache der Seele, die Gefühle, die sie uns schickt, missachten, dass sie dann den Körper zu Hilfe nimmt und der Körper dann einfach Signale schickt. Und wir verhalten uns da mal bildlich gesprochen oftmals so, wie wenn du mit einem Auto unterwegs bist und die Öllampe geht an, dann weißt du ganz genau, dein Auto, der Motor braucht Öl. Und dann fährst du in die nächste Werkstatt und füllst Öl nach und dann ist gut, kannst du weiterfahren. Metaphorisch, bildlich gesprochen, mit unseren Krankheitssymptomen, das sind ja auch nichts anderes als Disharmonien. Also irgendwas im Körper, liebe Silvia, schönen guten Morgen, schön, dass auch du wieder dabei bist. Unsere Krankheitssymptome sind nichts anderes als Disharmonien in unserem Körper. Es ist irgendetwas nicht harmonisch. Es ist ein Energiemangel da und dieser Energiemangel ist entstanden, weil es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du mehr Energie gibst als das, was zu dir kommt, wo du also Dinge machst, die dir Energie rauben. Okay? Und da verhalten wir uns so, metaphorisch, jetzt sind wir nochmal bei dem Vergleich mit dem Auto, als wenn du da ein Pflaster nimmst und klebst die Öllampe zu und dann siehst du sie nicht mehr und fährst weiter. Dann muss das Auto, der Motor, ist irgendwo ja dann auch nicht im Reinen. Das heißt, dann kommt es zu Motorschaden. Und so ist unsere Seele ständig auch mit dem Körper in Kommunikation, wenn wir diese Symptome, diese Disharmonie nicht wahrnehmen. Dann werden die Disharmonien vielfältiger, umfangreicher, größer, wie auch immer. Und da möchte ich dir mal so ein paar Beispiele einfach jetzt heute Morgen mal mit auf den Weg geben, um in dich hineinzulauschen, welche Symptome, welche Disharmonien, die der Körper dir vielleicht schon schickt, um dich auch mal wachzurütteln und dir mal ja zu zeigen, wie liebevoll deine Seele dein Körper dich eigentlich aufmerksam machen möchten. Und ich kenne das nur zu gut aus meinem früheren Leben. So Anfang, Ende, ja, so, naja, mit 17, 18 fing das eigentlich schon an. Ich hatte ganz, ganz viele Magenprobleme immer. Ich hatte ständig Magenschleimhautentzündungen, weil es da schon da in meinem damals ja sehr jungen Leben eigentlich schon immer. Manche fangen ja noch früher an mit körperlichen Symptomen. Vieles gab,
was ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht verdauen konnte. Also du kannst jedem Signal, das der Körper dir schickt, auch eine eigene energetische Ursache zuordnen. Damit fing das bei mir an. Dann habe ich es natürlich nicht gelernt, darauf zu hören und hatte auch niemand an meiner Seite, der mir gesagt hätte, die und die Dinge darfst du in deinem Leben ändern. Du musst dich jetzt nicht mit irgendeiner Ausbildung verbiegen, die überhaupt nicht zu dir passt und beruflich etwas machen, das überhaupt nicht dein Ding ist. Sondern hat der Körper, die Seele vielmehr sich mehr überlegt und dann hatte ich eine Phase, wo ich immer ganz, ganz arge Rückenschmerzen hatte. Ischiasnerv-Probleme. Die Hexe hat mich geschossen. Ja? Dann ging es weiter mit Schulter-Nacken-Probleme. Dann ging es weiter mit ganz, ganz vielen Kopfschmerzen, migräneartigen Kopfschmerzen. Da bin ich ganz oft rumgelaufen, hatte so eine Halskrause, damit irgendwo der Kopf da ein bisschen gestützt war und der Schulter-Nackenbereich ein bisschen gestützt war. Weil immer war schon irgendwie in mir drin, Medikamente schlucken, sei es Kopfschmerztabletten oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, woher das kam oder woher es kommt. Ich habe inzwischen eine Ahnung, wo es herkommt, dass da so tiefe Themen in mir drin waren, nie Medikamente zu schlucken, weil ich immer schon gedacht habe, wie soll das funktionieren, wenn ich jetzt eine Kopfschmerztablette schlucke, dass dann die Kopfschmerzen wirklich, die Ursache wirklich geheilt ist, dann ist das Symptom vielleicht weg. Aber irgendwie auf eine chemische Art und Weise habe ich meine Kopfschmerzen dann unterdrückt. Mir war es immer am Herzen gelegen, wirklich das Symptom zu erkennen und nicht irgendwelche Ursachen zu bekämpfen. Das war immer irgendwie in mir drin. Und deshalb war ich in der Richtung immer unterwegs, habe aber ja jahrelang gebraucht, viele Jahre, 20 Jahre eigentlich, um da mal endlich Antworten zu finden. So, was hatte ich auch? Es gab eine Phase in meinem Leben, wo ich ganz arg Augenschmerzen hatte. Ich bin natürlich zu Ärzten, habe es natürlich abklären lassen, aber organisch hat niemand etwas gefunden. Magenschleimhautentzündung, da hat man mir natürlich so gewisse Medikamente aufgeschrieben. Rückenschmerzen, Ischiasnerv, da hatte ich Gott sei Dank einen Arzt damals schon, der so ein bisschen mit Kälte- und Wärme-Schocktherapie gearbeitet hat, also mit etwas Natürlichem, was ich zu Hause auch machen konnte und solche Dinge. So, mit was ging es dann weiter? Mit den Augenproblemen. Da konnte auch kein Augenarzt irgendetwas feststellen. Und diese Augenprobleme, die sahen so aus, dass ich Schmerzen in den Augen hatte. Und diese Schmerzen sind plötzlich aufgetreten, wenn ich mit dem Auto unterwegs war zum Beispiel. Ich musste rechts ranfahren. Ich konnte nicht mehr weiterfahren, weil ich die Augen einfach zumachen musste. Für einen Moment, für eine Minute oder so. Und das kam ganz plötzlich einfach. Weil es einfach Bereiche in meinem Leben gab, wo ich nicht bereit war hinzuschauen, wo ich auf dem Holzweg unterwegs war. So, darauf auch nicht gehört, weil ich es nicht gelernt hatte, weil ich diese Symptome nicht deuten konnte. Dann ging es weiter mal in einer Phase in meinem Leben, wo ich ganz arg eine Neurodermitis entwickelt hatte, wo ich nachts mich unter der Bettdecke blutig, die Oberarme blutig gekratzt hatte. Weil ich mich im wahrsten Sinne des Wortes in meiner Haut nicht wohlgefühlt hatte, mit dem, was ich damals einfach auch beruflich gemacht hatte. Aber ich habe mich damit getröstet. Es gibt da draußen so viele, die stolz wären, irgendwo im öffentlichen Dienst zu arbeiten, die stolz auf diese Stelle wären, die du da hast. Und damit habe ich mich einfach getröstet. Ich habe das nicht in Zusammenhang gebracht. Wenn ich ehrlich, ganz offen und ehrlich, wenn mich damals jemand schon an der Hand genommen hätte, so wie ich dir das jetzt weitergebe, und mir gesagt hätte, hey, das ist eine Botschaft, die deine Seele dir schickt und mir das Navigationssystem damals schon gegeben hätte, wie ich meinen Seelenplan entdecke und dahin komme, was meine Seele eigentlich sich vorgenommen hat in diesem Leben. Immer natürlich vieles erspart geblieben, aber es gehörte einfach zu meinem damaligen oder jetzigen Lebensplan dazu, dass ich diese Lebensphase hatte. Also Neurodermitis. Kopfschmerzen habe ich schon erwähnt, die Magenschmerzen hatte ich schon erwähnt. Schulter-Nackensyndrom, weil einfach viele Dinge mir im Schulter-Nackenbereich gehockt haben, rein energetisch, so diese Last, die ich mit mir rumgeschleppt hatte, wo ich Dinge übernommen habe, nachgelebt habe, teilweise ein Leben nachgelebt habe, von meinen Eltern Dinge übernommen habe, unbewusst.
Es geschieht alles auf eine unbewusste Weise, dessen sind wir uns nicht bewusst. Wenn wir uns dessen bewusst wären, dann könnten wir ja viel früher auch eben unser Leben in eine andere Richtung gestalten. Was sind noch so die klassischen Beispiele? Knieprobleme, Knieprobleme. Knie steht energetisch dafür, seinen Weg im Leben auch zu gehen. Also Knieprobleme sind so was Klassisches, wo die Seele einem auch die Botschaften schickt, dass man auf dem falschen Weg unterwegs ist. Ja? Oder eine andere Variante, jetzt gehen wir mal ein bisschen so in den Organbereich noch rein, Schilddrüsenprobleme. Schilddrüse hat nichts anderes als eine Schutzfunktion ja im Körper. Und egal ob Überfunktion oder Unterfunktion, rein energetisch gesehen, hat das was mit einem mangelnden Schutz zu tun. Auf eine unbewusste Art und Weise ist da eine Disharmonie im Körper. Gallensteine, mir fließt die Galle über. Dem Volksmund können wir in der Richtung so viel entnehmen. Also da gibt es auch Themen, die in einem drin sind, die im wahrsten Sinne des Wortes die Galle überfließen lassen, sprich die Galle produziert Gallensteine, Nierenprobleme. Niere hat was mit Beziehungen, mit Partnerschaftsthemen zu tun. Da ist auch dann irgendwo eine Disharmonie. Oder viele Menschen entwickeln ja im Alter auch oder ab einem gewissen Alter Hörprobleme. Nicht unbedingt, weil die Ohren nicht mehr in der Lage sind zu hören, sondern weil es einfach viele Dinge in ihrem Leben gibt, die sie einfach nicht mehr hören können im wahrsten Sinne des Wortes. Es gab auch eine Phase in meinem Leben, wo ich bin damals nicht zum Arzt gegangen, aber wenn ich zum Arzt gegangen wäre, der hätte mir mit Sicherheit Asthma diagnostiziert, weil ich Atemnot hatte und das kam auch immer ganz plötzlich. Ich konnte das nicht einer Situation oder im Essen oder irgendwo, wo ich auf der Suche war, zuordnen. Und musste auch mich im Nachhinein noch wundern, welches Gottvertrauen mein Mann da oftmals hatte, dass er nicht den Notarzt gerufen hat, wenn ich da so nach Luft gerungen hatte. Das hat was mit dem Kehlchakra zu tun, weil es einfach Bereiche in meinem Leben gab, wo ich nicht so kommuniziert habe, wie ich es kommunizieren wollte, wo ich Ja gesagt habe, aber tief in meinem Inneren eigentlich Nein gesagt habe. Und so schickt der Körper uns Botschaften, weil die Seele einfach nicht mehr weiter weiß, weil sie den Körper da einfach zu Hilfe nimmt. Okay? Und das jetzt nur mal so ein paar Beispiele aus meinem eigenen Leben eben. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut, muss noch mein Auto heute Morgen holen gehen. Deshalb muss ich mich ein bisschen kurz heute Morgen fassen hier. Aber schau doch mal in deinen Körper, lausch mal in deinen Körper, in dein Leben hinein, wo deine Seele dir über den Körper schon ja, eine Disharmonie schickt. Ich nenne das lieber Disharmonie als Krankheitssymptom. Das bringt ein bisschen Leichtigkeit da rein, weil eine Disharmonie ja, klingt für unseren Kopf einfach ein bisschen besser. Was disharmonisch ist, kann man in die Harmonie bringen. Und wo dein Körper dir schon Signale über deine Seele schickt und lausch da in dich hinein. Sei mal ganz ehrlich zu dir selbst und frag mal, deinen Körper, diese Disharmonie, was willst du mir damit sagen? Und wenn du da ganz ehrlich zu dir bist, du wirst Antworten bekommen. Du hast so eine Ahnung davon, warum diese Disharmonie in deinem Körper da ist, wo du auf dem Holzweg bist, sprich deinen Seelenplan nicht so lebst oder vielleicht noch gar nicht lebst, wie du es dir eigentlich mal vorgenommen hast, als du in deinem jetzigen Körper hier das Licht erblickt hast, im Bauch von der Mama ausgecheckt bist und ja, dir eigentlich mal was anderes vorgenommen hast. Sei da mal ganz ehrlich zu dir, du bekommst Informationen, du bekommst Antworten und das ist der erste Schritt, das zu erkennen. Dann kannst du dich auf einen anderen Weg begeben. Okay, auf deinen Weg. Das, was dich ausmacht, deine Einzigartigkeit entdecken. Dein Potenzial entdecken, deinen Seelenplan entdecken und leben. Und dann hat die Seele keinen Grund mehr, dir über den Körper weitere Signale zu schicken. Und wir können auch dem Volksmund jetzt mal noch abschließend so viel entnehmen, wenn ich in meinem Leben dahin krebse, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kommt die dunkelrote Karte,
dann kommt irgendwann der Krebs. Aber auch das ist wandelbar. Das ist auch nichts anderes als eine Disharmonie. Das nennen wir dann im medizinischen Bereich Wunderheilungen, die Pharmaindustrie. Ja? Okay. Also, meine Liebe, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Lausche in dich hinein und sei ehrlich zu dir selbst. Du findest die Botschaften, es ist alles in dir drin. Dein wahres Potenzial schlummert in dir und möchte entdeckt und sich verwirklichen und möchte haben, dass du endlich aufwachst. Und die Botschaften, die dein Körper dir bislang schickt, ist nichts anderes als ein Hilfeschrei von deiner Seele. Schau hierher, da ist alles in dir drin und entdecke und lebe deinen Seelenplan. Okay? Also, fühl dich ganz lieb umarmt und mach das mit Freude heute, mit einer Leichtigkeit, diese Themen in dir zu entdecken. Ja? Und dann sehen wir uns morgen früh nochmal um 7:15 Uhr. Bis dahin. Tschüss.